So, seid herzlich gegrüßt zurück bei God of War. Der gute Kratos und der gute Atreus warten immer noch darauf, dass sie miteinander reden können. Das werden wir jetzt erledigen, denn es ist so schön, dass ihr dieses Gespräch mit uns verfolgen wollt. Und da möchte ich euch nicht drauf weiter drauf foltern. Auf die Ich halte die Klappe. Weiter geht's. Du warst so zornig. Das Ding wollte uns töten. Und du wirst auch wütend im Kampf. Zorn kann eine Waffe sein. Wenn man ihn kontrolliert. Nur dann. Aber du kannst das nicht. Verliert man... Ich war lange nicht mehr krank. Ich fühle mich besser. Na schön. Dann los jetzt. Ich soll dich schlagen? Du sollst es versuchen. Au! Warum? Versuch's nochmal. Was soll das? Zu langsam. Versuch's nochmal. Hör auf! Schwach. Nochmal. Nochmal. Hör auf! Nochmal! Dein Zorn. Er überwältigt dich. Das wird ein schwerer Weg. Und du, Atreus, bist einfach nicht bereit. Was war das? Still. Los, komm raus! Verstecken bringt dir nichts mehr. Ich weiß, wer du bist. Was will der? Kennst du ihn? Und viel wichtiger, ich weiß, was du bist. Junge, unter dem Boden. Los! Aber ich darf doch da nicht runter. Wer ist das? Ich weiß es nicht. Wovon redet er? Ich weiß es nicht. Rein da. Sag mir einfach, was ich wissen will. Die Sache muss nicht blutig enden. Ich dachte, du wärst größer. Aber du bist es, eindeutig. Weit weg von zu Hause, oder? Was willst du? Oh, du kennst die Antwort darauf doch bereits. Was immer du auch suchst, ich hab es nicht. Du solltest gehen. Und ich glaubte, dass euer Volk so aufgeklärt wäre. So viel... Besser als wir. So viel schlauer. Und doch versteckst du dich hier draußen im Wald. Wie ein Feigling. Diesen Kampf willst du nicht. Oh. Oh doch, ich denke schon. Verschwinde von... Hier. Du musst mich schon töten, damit das passiert. Ich hab dich gewarnt. Endlich. Du wolltest nicht hören. Nein. Ich bin dran. Wirklich unglaublich enttäuschend. Na dann komm. Sinnlos. Du langweilst mich.
Hey! Vergessen Sie, wie man ein Schild benutzt? Nein, siehst du? Haben wir irgendwo Heilsteine? Was soll das denn jetzt hier? Okay, die Idee kann man nicht blocken. Hops. Drücken Sie, um Angriffe mit bloßen Händen zu wechseln. Ja, dann waren wir da eh drin. Sinnlos. Ach, schon wieder von vorne? Ach, komm schon. Alles klar. Hallo? Sag, was ich wissen will. Der Schmerz hört auf. Ganz einfach. Wieso sind da drin zwei Betten? Einen wunden Punkt getroffen. Wen versteckst du? Langsam und alt. Du hättest nicht nach Midgard kommen sollen. Na, willst du es noch mal versuchen? Ja. Du redest zu viel.
schön. Vielleicht redet ja derjenige mit mir, den du da im Haus versteckt hältst. Wer ist es? Wen soll ich nicht finden? Finden wir es heraus. Hammer. Was ist das für ein Schwachsinn jetzt hier gerade? Sein. Du bist ein Narr! Ja, genau doch. Bist du einer von den ganz Fiesen? Ach, komm schon. Fuck. Was hast du zu verbergen? Du bist ein Narr. Habe ich keine Zeit! Bist du einer von den ganz Fiesen? Ah, sinnlos! Also, da der eben einmal voll neues Leben bekommen hatte, gehe ich jetzt nicht mehr davon aus, dass der jetzt mal eben so tot ist, sondern irgendwann werden wir ihn nochmal erleben. Irgendwann im Spiel werden wir ihn nochmal treffen. Aber schön, dass es für uns keine Heilung gab. Keine Heilsteine. Willst du etwa schon gehen? Habe ich's nicht gesagt? Du hast es mit deinem
das ist übertrieben hier. Du kannst mir nichts. Ja, gut, wir sind Götter, Halbgötter und so, aber trotzdem. Deine Gegenwehr ist sinnlos. Es hätte nichts. Wir haben so gut wie nichts mehr an Leben. Du kannst nicht liegen. Ich spüre gar nichts. Aber du fühlst alles. Und doch gibst du nicht auf. Ich bin nicht mein Bruder. Und hättest du mir gegeben, was ich wollte, hätte es nicht so enden müssen. Aber nein. Bringen wir das hier zu Ende. Du kannst mich nicht besiegen. Geh weg. Ja, deswegen haust du aber Oma ab. Ach komm schon. Ich habe Timing mit dem Blocken noch nicht raus. Ich mach dich fertig. Hallo? Du kannst ja nicht schwer kämpfen. Kannst mich nicht besiegen. Ach komm schon, du mit deinem scheiß Eis da. Und dann, wie gesagt, keine Heilung. Boah, kotzt mich das an. Du kannst mich nicht besiegen. Mann! Yeah!
hatte gehofft, dass du mich im Gegensatz zu meinen anderen Gegnern endlich etwas fühlen lassen kannst. Doch kannst du nicht. War er. Er kannte mich. Kannte er meine Vergangenheit? Wie haben sie mich nach all der Zeit gefunden? Gute Fragen. Finden wir es raus, Kratos. Meine Fass, war das ein Kampf. Faye, was soll ich tun? Unser Sohn ist noch nicht dazu bereit. Asche zum Gipfel des Berges zu tragen. Und ich auch nicht. Ich weiß nicht, wie ich das ohne dich tun soll. Aber wir können nicht hier bleiben. Da war so viel, ich dachte... Geht's dir gut? Mir geht es gut. Komm. Hol deine Sachen. Wir gehen. Bin ich bereit? Nein, bist du nicht. Aber wir haben jetzt keine Wahl. Gib dein Bestes. Ja, Vater. Der Berg. Das wird eine lange Reise. Ja, aber eine wichtige. Wow, wie ist das denn passiert? Ah, hier geht's weiter. Moment. Ich gedacht, es geht hier weiter. Da geht's zum Boot. Zum Anlegesteg. Da hinten waren wir. Ja, ein Teil haben wir nicht gefunden vom Set. Na gut. Wer war er? Ich weiß es nicht. Was wollte er? Ich habe getan, was nötig war. Du wirst sterben. Lass mich nie wieder allein. Verstanden? Verstanden. Da geht's hoch.
Ach so, hier geht's gar nicht weiter. Ich habe gedacht, man müsste über den Baum rüber. Alles gut. Alles klar. Hoch. Du musstest schon mal Leute töten, nicht wahr? Du bist das gewohnt. Wir tun, was nötig ist, um zu überleben. Tiere verstehe ich. Sie sind Nahrung. Draugar sollten ohnehin tot sein. Aber Menschen wollen doch auch nur überleben. Verschließe dein Herz davor. Auf unserer Reise werden uns alle möglichen Kreaturen angreifen. Verschließe dein Herz vor ihrer Verzweiflung. Verschließe dein Herz vor ihrem Leid. Lass nicht zu, dass du etwas für sie empfindest. Sie haben kein Mitleid mit dir. War das schon immer hier? Was denn? Hilf mir mal darauf. Ja, Moment. Moment. Hacke Silber. Noch mehr Hacke Silber. Gut. Ich hatte schon gedacht, wir müssen da einfrieren. Aber nö, da kommen wir nicht hoch. Alles klar. Hätte uns also gar nichts gebracht, das Einfrieren. Moment! Wie kommst du jetzt rüber? Ich bin doch schon da. Ah, okay, alles klar. Ich verstehe. Gute Idee. So. Also doch einfrieren. Odins Jünger füllen sie mit Geschenken und hängen sie auf, wo Diebe sie nicht erreichen. Der sagt, ja, super. Er sehr alt. Konntest du das nicht ein bisschen was früher sagen? Die Götter zu verehren? Den Göttern sind sie völlig egal. Menschen sollten keine Monster anbieten. Dann auch ein neues. Hier nicht mehr. Vater, werden wir auf dem Weg anderen begegnen? Ja. Netten Leuten? Nein. Wollen sie uns ausrauben? Gut möglich. Ja. Oh. Ah, dahin. Ja, alles klar. Alles klar. Nur eine Abkürzung freigeschaltet. Ja.
Sieh nur. Die ganze Zeit war unser Wald von einem Schutzsymbol umgeben. Aber das Symbol ist da unterbrochen. Hast du die abgeholzt? Sie hatte die Bäume für ihren Scheiterhaufen markiert. Aber warum denn? Komm. Wir schauen nach vorne. Hey, hier ist nichts mehr. Na komm. Also, wie lange werden wir bis zum Berg brauchen? Ich weiß es nicht. Bis wir da sind. Ich weiß es nicht. Schon gut. Neuer Bereich entdeckt. Soll ich schießen? Warte auf mein Zeichen. Wenn wir angreifen? Worauf warten wir noch? Warum greifen? Sei still. Ich entscheide, was wir tun. Hier gibt es wirklich viele Draugard. Mehr? Na, ich höre sie. Wo sind sie denn? Wo ist denn? Junge, Konzentration! Was ist der denn? Ach, da hinten. Gefahrenanzeiger. Die leuchtenden Lederzeiger kennzeichnen Projektilangriffe. Ach, das sagt ihr mir jetzt erst. Halt!
Wie war ich? Habe ich geholfen? Wenn du helfen willst, lenk sie ab. Jeder, der nicht mein Ziel ist, sollte deins sein. Aber nur, wenn es sicher ist. Das kriege ich hin. Okay. Irgendwas hier drin. Der Hacke selber. Ich brauche mal gerade nicht. Weiterer Hacke selber. Sieh her. Eine Jötnar-Siedlung. Jötnar? Riesen. Du kannst die Schriften lesen? Manche. Nur die Sprachen, die Mutter kannte. Aber sie sind alle irgendwie verbunden. Also kann ich manchmal auch Dinge verstehen, die ich nicht gelernt habe. Weißt du? Hm. Gut zu wissen. Hinten war nichts mehr, ne? Nö. Dann müssen wir hier weiter. Weiter in Richtung des Berges. Aber nicht ohne das Hacke selber. Noch etwas? Lass dir Zeit beim Schießen. Tempo kostet Präzision. Klar. Hey, ich glaube, da drüben ist eine Truhe. Ja, dann gucken wir uns die Truhe doch mal an. Leuchtender Runenangriff, Halsberührung. Ein extrem schneller Ausstoß von Energie, der alle Gegner in der Nähe ins Taumeln und bringt und zurückstößt. Okay. Sie haben das Juwel für den leichten Runenangriff Felsberührung erhalten. Mit Runenjuwelen können Sie Ihre Waffe mit leichten und schweren Runenangriffen modifizieren. Runenjuwelen können im Waffenmenü eingesetzt werden. Ab links 30 Sekunden. Okay, Level 1. Halten Sie L1 gedrückt und drücken Sie R1, um einen leichten Runenangriff. Kann ich hier nochmal vorbeikommen? Ich zweifle es eigentlich. Füllen wir unser Leben erstmal gescheit auf. Hallo? Hallo? So, können wir jetzt weitergehen? Aber was soll das hier?
Ach, L1. Alles klar. Die ganze Zeit L2 gedrückt. Los. Danke. Da ist der Berg. Gehen wir. Noch nicht. Sie hält. Siehst du? Ja, das war so klar. Hilfe! Vater, Hilfe! Festhalten! Schnell! Ich rutsche ab! Bleib ruhig! Bin gleich da! Ah ja. So schlimm. Augen auf. Deine Eile bringt uns um. Tut mir leid. Wer Draugar? Sie stehen so still. Sind sie tot? Ich meine, noch toter? Junge. Nicht tot! Nicht tot! Denker! Exzession geht vor Tempo! Hab's schon gemerkt. Ach, komm schon her. Wie, hinter mir? Was ist denn hinter mir? Das war der letzte. War ich besser? Nimm dir noch mehr Zeit. Es ist egal, wenn du nur ein einziges Mal schießt. Zeig, dass du die Kontrolle hast. Sieh mal. Ruine. Ach, da. Lies es. Oh, das hier war mal ein Marktplatz. Die Riesen haben hier vor langer Zeit mit den Göttern Handel betrieben. Ob Odin wohl jemals hier war? Da! Über uns! Etwas bricht ihn durch! Etwas bricht durch die Mauer! Ja! Komm her, du bist so gut. Aua.
Aua! Sauer. Einmal dies. So, dürfen wir jetzt langsam weitergehen hier? Irgendwas zum Looten? Nein. Sieh mal, da oben ist eine Öffnung. Alles klar, dann gehen wir da mal gucken. Hörst du das? Was ist das? Wird sich zeigen. Bleib in meiner Nähe. Was ist das? Wir gehen also auf den gruseligen Gesang zu? Bevor du aufstehst, mir noch irgendwo. Was für Loot? Sehr schön. Ein bisschen Heilung. Hallo? Ach, da ein. Warum hat sich der Mann bei unserem Haus angegriffen? Ich sagte doch, Junge, ich weiß es nicht. Natürlich. Oh, da sind. Oh, der. Yeah.
Hey, jawohl. Atreus, komm her. Ach, ich dachte, du wolltest ihm jetzt was Besonderes sagen oder so. Oh, was ist das denn? Ärgeres Gold. Plus Hacksilber und noch was. Uiuiui, das hat sich ja gelohnt, hier hinzugehen. Glaubst du, dass Wiedergänger in Gruppen auftreten? Hm? Und ein ganzer Haufen von denen da oben auf uns wartet und sie echt sauer sind? Junge. Tut mir leid. Blühende Fantasie. Aber richtig blühende Fantasie. Wohl wieder darauf. Aber wie? Folge mir. Das werden wir schon finden. Das werden wir schon rausfinden. Weicher Servatanstahl, okay. What? Was ist denn hier? Diese Sprache habe ich schon mal gesehen. Okay. Bisschen hinzugefügt. Brauchen wir gerade nicht. Hier haben wir wieder so einen Schrein. Altar oder was auch immer das ist. Ach so. Hier, Junge. Noch eins. Da steht, er heißt Rungir. Mutter hat von ihm erzählt. Ein Riesenkrieger aus Stein. Sieht aus wie eine große Schlacht. Da ist Odin, Thor, sogar die Weltenschlange. Oh, Thor hat ihm den Schädel zertrümmert. Siehst du? Aber da, Rungirs Leiche fiel auf ihn drauf. Ach, Idiot. Alles klar. Ist nichts mehr. So, wir sind von da hinten gekommen. Wir können hier auch noch weiter. Eine weitere Kiste.
Ui, ui. Moment, grün. Rot. Ach, rot. Füllt unser Wut scheinbar auf. Wunderbar, wunderbar. Und da sind wir gekommen. Was denn? Hier müssen wir die Runen zerstören. Die anderen. Da. Ist zu weit weg. Ey, willst du mich... Oh. Ich wollte gerade fragen, willst du mich verarschen? Du hast gesagt, dass man uns vielleicht ausrauben will. Ich töte jeden, der das versucht. Ich habe keine Angst. Wenn wir auf Menschen treffen, hältst du dich raus. Verstanden? Aber ich kann jetzt kämpfen. Du hältst dich raus, Junge. Sprech nicht mehr davon. Wo ist denn Nummer 3? Wo ist Siegel Nummer 3? Da hinten ist Siegel Nummer 3. Was war das für ein Sound jetzt gerade? Und warum war der Sound da? Ui, der nächste Apfel. Der nächste Apfel. Sehr schön. Und mit diesem erfreulichen Fund beende ich den Part. Ja, ja, so ist das. Wir sehen uns, wenn ihr denn mögt, beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, viel Spaß und Erfolg bei allem, was ihr unternehmen wollt, vorhabt, und ja, dann auf ein nächstes Mal. Bis dahin, wie immer, ein freundliches Arrivederci, Winke, Winke und Goodbye, euer, dein Aiden Croft.